Hört ihr auf? Hallo? Roger, was geht ab mit dir? Hörst du auf? Oh Mann, oh Mann. Geht jetzt dann auch auf uns los? Wir sind ja eigentlich, also wir sind ja... Och, ist die blöd, ey. Ich glaub's ja nicht. So, willkommen zurück bei Let's Play Skalm in Ostengraf. Sind wir, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auf der Suche nach dem Horn vom Jürgen. Wir suchen Jürgens Horn hier in dieser... Ne? Verstehst du? Genau, so machen wir das. In dieser Höhle, wollte ich sagen. So, komm, machen wir uns mal Licht. Au, was ist hier los? Hast du gehustet? Kurios hat gehustet. Gold, was gibt's hier? Alles klar, das war's schon, ja? Hast uns ja wirklich extrem geholfen. Oh, guck mal da. Was sind das für Leute? Sind die uns friedlich gestimmt? Moment, Quake Safe. Da ich es nicht weiß, eröffnen wir das Feuer. Die gehen doch mit Sicherheit auf uns los, oder? Bin ich mir fast schon sicher. Was ist das denn für ein Vogel hier? Pass mal auf, der geht doch mit Sicherheit auf uns los. Aha! Banditen Gesetzloser, ja, sehr geil. Komm her. Ah, Alter. Oh, was treibt ihr? Oh. Solche seid ihr, ja? Komm her, du. Pass auf, dir zeige ich was. Meine neue Freundin. Let's back. Am Start. Wow. Und wir gehen. in Deckung. So. Jetzt. Oh. Wie kam er denn so schnell hier rauf? Hey, pass auf, Freund. Bam, Alter. So, ich komm runter. Lisbeth, ich helf dir. Bam. Dann daneben. So, komm her. Nochmal. Bam. Aua. Dankeschön. Bist aber echt sympathisch. Hoho. Lisbeth ist vor lauter Spannung explodiert. Keine mehr übrig, oder? Machst das schon wieder, ja? Hoho. Geht ja. Böste Sache hier. Kurioso, du Pflaume. So, Totenbeschwörer, Lehrling, ja, servus. Was geht ab mit dir? Robe der geringen Beschwörung. Beschwörungen kosten 12% weniger Magika. Und die ganze Magika, dann geht das 50% schneller. Nee, wir sind ja mittlerweile bei 75 und ohne 5, also unter 75. Nö, nee, da nehme ich nichts mit. Da bin ich streng. Banditen sind Feiglinge. Ach ja? Sie scheinen mutiger sein. Ja, meinst du? Meinst du? Dietrich, sehr schön. Meinst du wirklich, ja? Kurioso meint, die haben's drauf hier, meint er. Aber nix bei, Kurioso. Die haben überhaupt mal gar nichts dabei. Was uns helfen würde. So, gucken wir hier mal hoch. Was ist da los? Droger, servus, lebst du noch? Droger hat heute nichts zu melden. Sauertrank der kleinen Heilung. Ja, her damit. So, sonst gibt's hier nichts mehr. Oh, was ist denn? Was ist denn ihr passiert? Alles klar. Also ein Grund, warum sie da so liegt. Sie sieht ein bisschen verdächtig aus, wenn er mich fragt. Ja, Mensch, eine Truhe. Verschlossen? Nicht verschlossen. Mit Gold. Ja, fängt ja gut an. Zaubertrank der kleinen Heilung. Haben wir auch nochmal aufgesammelt. Okay. So, jetzt gucken wir nochmal hier rum am Sack. Nee, da ist nichts. Da ist leider gar nichts. Da ist nichts zu finden, ja. So, dann rein in die gute Stube. Ah, hallihallo. Beschwörer Novize. Und ich habe schon wieder was gehört. Eismiriam, das nehmen wir mal mit. Zaubertrank der zusätzlichen Magika. Okay, 20 Punkte erhöht das Ganze. Ich höre was. Ja, servus, Moment. Droger, Moment, ach, verdammt. Moment. Ah, ey, vielleicht gehört er ja zu uns. Hey, hört's ihr auf, hallo. Droger, was geht ab mit dir? Hörst du auf? Oh Mann, geht jetzt dann auch auf uns los? Wir sind ja... Och, ist die blöd, ey, ich glaub's ja nicht. Hallo. Braut. Bam, weggefetzt. Ach, das war ein Er oder was? Nee. Hat er aber eine weibliche Stimme, oder? Habe ich mich nicht verhört. So, wir machen uns mal Licht. Ich sehe hier nämlich ganz wenig. Na? Nö. Nur Mist. Kleiner Seelenstein. Okay. Nö.
Ah, das war die Frau hier. Lavendel hat sie. Winziger Seelenstein. Ja, ist alles nur so Mist oben hier. Ich möchte mal wieder echt was Cooles finden, so langsam. Ups, so, okay. Oh, wir heilen uns mal. Oh. Oh. Fertig. F5, Quick Save. Ah ja, was ist das? Zaubertrank, ja, und Bier. Ja, Lialo. Ja, was ist da denn drin? Moment, muss ich ja glatt mal nachgucken. Jetzt bin ich herumgelatscht. Truhe! Kleiner Seelenstein, alles immer nur her. Hey! Oh, du mir erschrocken, ey. Kuriose, echt. Boah. Irgendwann. Boah. Ich gehe nochmal an dem Herzinfarkt, gehe ich da drauf, weil Kuriose mich so fertig macht. So. Och ja, halt die Fresse. Ja. Alles klar. Bin ja, ich bin wirklich wahnsinnig froh, dass wir dich dabei haben, Alter. So, hier ist auch nochmal ein Trank. Das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir alles mit. Nochmal ein Trank. Begräbnisurne mit Gold. Wundertrunk der Veränderung. Ja, Mensch. Das Geheimnis von das Geheimnis von Prinzessin Talara. Band 2. Ärgerlich, dass wir den ersten nicht gelesen haben. Wiederherstellung. Jawohl. Verbessert. Ja, Mensch. So. Ja, dann kommen wir zurück, oder? Was ist hier noch? Ey, da hat einer was geklaut. Gibt's ja nicht. War hier nicht hier drüben irgendwo noch einer? War da nicht irgendwo so ein... eigentlich hat auch geleuchtet, oder? Hätte ich geträumt. Kurioso! Okay, nee, das war das. Na gut. Ja, dann weiter im Bekommen. So, was ist da los? Was... Hier ist alles eingestürzt. Schade eigentlich. Irgendwas hat uns Schaden gemacht. Oh, hier geht's runter. Gucken wir erstmal hier runter. Ja, hier ist ja nichts. Ja, das ganze Gold, das hebe ich jetzt nicht alles einzeln auf. Da, nee, das tue ich nicht. So, ich wäre da, wer noch? What the fuck? Oh, servus, Trauger. Und, alles klar bei dir? Moment. Aha, bam, weggefetzt. War ja einfach. Bogen. Noch hat er uns nicht gesehen. Daneben. Doch, nein, getroffen. Ihr Face. Ach, Kuriose schon wieder. Bam. Yeah, der hat gesessen. So. Ah, die haben immer nur Gold dabei, irgendwie. Holla, Karamba, ich bin über irgendwas gestolpert. Kurioso? Was ist da los? Gold haben wir. Knochenmehl. Was ist eigentlich... Die ganzen Pfeile habe ich jetzt immer liegen lassen, ne? Auch nicht so gut. So, hier kommen wir ja nicht rein. Was ist das für ein Ding? Eisenhelm. Nicht verzaubert. Schade eigentlich. Glitzert ja auch nicht. Dann brauche ich ihn nicht. So, hier hoch. So, wir sind immer noch auf der Suche nach Jürgens Horn. Ist da was drin? Orkischer Bogen. Oh! Schaden 15, ja, Rambazamba. Das nehmen wir aber mit, aber sowas von. Witziger Seelenstein. Ja, ja, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. So, jetzt bräuchten wir so langsam mal so ein Schrein, bei dem wir verzaubern können. Geldbeutel. 31 Gold. Wobei, oh, jetzt geht's aber noch weiter nach unten hier. Wobei ich glaube, dass wenn wir den jetzt, wenn wir einen anderen Bogen verzaubern würden, dann, also im Moment haben wir ja diesen Bogen, der uns quasi Magika gibt, beziehungsweise dem Gegner Magika entzieht. Bam. Und ich glaube, wenn wir einen anderen Bogen verzaubern würden, dann wäre der, also dieser Verzauberungseffekt wesentlich geringer. Deswegen wird es wahrscheinlich nichts bringen, auch wenn die anderen Bögen mehr Damage machen.
Hat er seinen Krug stehen lassen? Du meine Güte. Oh. Schau sich das mal einer an. Ein Drauger. Drauger! Servus! Alter! Your face! So, ich mache uns mal Licht. Ach, haben wir schon, oder? Licht haben wir schon. Okay, sorry. So, Gold. Okay.